Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir starten heute in eine neue Predigtserie mit dem Namen Joel, seht ihr hinter mir. Und vielleicht fragt ihr euch, wie sind wir denn darauf gekommen, über Joel zu predigen? Ich will euch schön mit hineinnehmen, wie das kam. Wir sind nämlich Teil von einer größeren Gemeindefamilie, nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch in ganz unterschiedlichen Städten und Ländern, auch in Südafrika, wo das Ganze seinen Ursprung hatte. Und wir waren im Oktober auf einer Konferenz in Südafrika und haben dann schon über unser Jahresthema Hoffnung gesprochen. Und dann hat der Dani Ruert, den manche von den Gemeinschaftstagen letztes Jahr noch kennen, gesagt, hat das Buch Joel im Alten Testament. Das passt wie die Faust aufs Auge für unser Thema Hoffnung und das, was wir da bewegen wollen. Und ich habe ihm einfach vertraut. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir das auf unsere Predigtliste hier in Stuttgart. Und dann haben wir festgelegt, wann wir damit beginnen. Und ich hatte keine Ahnung, dass das der Muttertag sein wird. Also es geht heute um einen alttestamentlichen Propheten an Muttertag. Ja, das ist keine schlechte Nachricht. Genau, insgeheim habe ich natürlich gehofft, nachdem der Dani das gesagt hat, das passt gut und er auch schon angekündigt hat, er predigt auch darüber, hatte ich gehofft, da werde ich so richtig von ihm profitieren. Weil jeder, der ihn erlebt hat, der hat ihn als erstklassigen Theologen und Prediger kennengelernt. Ich dachte, Dani, jetzt profitiere ich richtig von dir. Bis vor einigen Wochen, der Dani umgezogen ist von Bloemfontein in Südafrika nach Kapstadt, um diese Stadt zu leiten. Und aufgrund der ganzen Veränderungsprozesse hat er gesagt, du, wir fangen nicht zum 12.05. dieses Thema an. Also konnte ich jetzt gar nicht von ihm profitieren, sondern ich war plötzlich auf mich alleine gestellt. Und ich habe mal dann überlegt, was weiß ich von diesem Buch Joel? Kannst du mal selber überlegen. Was weißt du? Was fällt dir da spontan ein zu Joel? Und die Stelle, die dir möglicherweise oder einigen von euch einfallen könnte, ist die berühmte Stelle im Kapitel 3, wo es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht. Und wir kennen das ja in der Regel eben von diesem Pfingstfest, wo, so wie ich das gerade schon gesagt habe, wo die Leute dachten, was ist mit den Jesus-Nachfolgern los? Warum reden die in fremden Sprachen? Sind die denn betrunken? Und Petrus steht auf und sagt, nein, um 9 Uhr morgens, sie sind noch nicht betrunken. Das, was ihr hier gerade mit euren eigenen Augen seht und hört, ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott damals seinem Propheten Joel gegeben hat. Deshalb kennen wir Joel. Doch wer ist dieser Joel? Und sein Name heißt übrigens Jahwe ist Gott. Ist ja ziemlich cool, so zu heißen. Und weil der so ein bisschen unbekannt ist, dachte ich fertige mal einen Steckbrief an. So, wenn man jemanden kennenlernen will, kleinen Steckbrief. Ich habe euch mal den Steckbrief hinter mir mitgebracht. Ja. Vater. Petuel heißt der. Mutter wissen wir nicht, keine Geschwister. Geburtsort auch nicht bekannt. Ich meine, man vermutet, vielleicht ist er in Jerusalem aufgetreten, zumindest redet er über Jerusalem, über Zion ab und zu. Die Geburtszeit auch nicht richtig bekannt. Es gibt in diesem kleinen Buch gibt es keine eindeutigen Hinweise, wo man ihn verorten kann. Manche sagen, da wird von keinem König gesprochen, also muss es da sein. Er spricht von einem Tempel, also muss es vor dem Exil sein und so weiter. Die Schätzungen gehen von 840 vor Christus bis 350 vor Christus. Also irgendwo innerhalb dieser fast 500 Jahre könnte er gelebt haben. Hilft uns da nicht weiter. Gelernter Beruf. Ich meine, der verwendet so viele landwirtschaftliche Begriffe, wahrscheinlich war er Bauer. Aber das ist auch nur so eine ganz vage Vermutung, wahrscheinlich stimmt das auch nicht.
aber das hat man sich so einfach halt gedacht. Das, was ich auf jeden, oder Freunde waren noch interessant, da hat man auch spekuliert, da gibt es ja diesen Zinfanja, das ist auch nochmal ein Prophet, der redet so ähnlich, waren das vielleicht Kumpels? Wissen wir auch nicht. Was interessant ist, ist seine Hobbys. Ich glaube, die können wir wirklich wahrnehmen. Der hat irgendwie Dichten und Wortspiele gemocht. Schade, dass ich nicht wirklich Hebräisch lesen und verstehen kann, aber das müssen unglaubliche Wortspiele sein in diesem Buch. Und er hat einen Auftrag. Er ist nämlich ein Prophet. Dieser Joel war ein Prophet. Und manche der Propheten, nicht alle, aber manche Propheten haben tatsächlich Bücher geschrieben. Und dieses Buch, das der Prophet Joel geschrieben hat, das ist ein Buch, das zu den sogenannten kleinen Propheten zählt. Wisst ihr, warum diese 12 Propheten in der Bibel die kleinen Propheten heißen? Das ist ganz simpel. Die passen alle zusammen in eine Schriftrolle. Das war bei Jesaja schwierig und bei Jeremia und so weiter und Hesekiel, aber bei ihnen passen die alle zusammen in eine Schriftrolle. Und wenn wir über Prophet reden, dann ist ja vielleicht auch die Frage, was ist denn überhaupt ein Prophet? Und ich dachte, ich erkläre euch mal ein bisschen was zu ihre Rolle in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, weil wir ja ehrlich gesagt nicht so oft hier über diese alttestamentlichen kleinen Propheten hier sprechen. Also ein paar kurze Gedanken zu Propheten. Wenn wir in die Bibel schauen, so viel hat das Wörterbuch, habe ich mich da schlau machen können. Wenn man dafür Prophet im Alten Testament guckt, das ja auf Hebräisch geschrieben ist, dann sieht man 2 Wörter, die da verwendet werden. Roe oder Kose, das heißt so viel, ihr seht es da, wie Seher oder Schauer. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, wie haben diese Propheten denn ihre Botschaft empfangen? Sie haben irgendwas gesehen oder geschaut, aber das konnte natürlich auch ganz anders sein. Irgendwie haben sie das Reden Gottes wahrgenommen. Und das zweite, das ist das gewöhnlichere Wort, das verwendet Wort Nabi. Das bedeutet Rufer oder Gerufener oder Berufener. Und das ist ein Hinweis darauf, was der Job von denen ist, nämlich hinzugehen und das, was sie gehört haben, zu verkündigen. Das war ihr Job. Und gemeinsam von allen Propheten war dieses Drängen. Wenn Gott gesprochen hat, wenn sie etwas gesehen haben, dass sie nicht anders konnten, als es mitzuteilen. So wie wir das in dem Lied gerade gesungen, ich kann nicht anders, als darüber zu reden, weil ich erlebt habe, dass wir einen lebendigen Gott haben, auch wenn vielleicht hier jahrelang, jahrzehntelang Schweigen war und Gott redet plötzlich wieder. Ich kann nicht anders, als zu reden, selbst wenn ich richtig leiden muss. Und wenn ihr reinguckt ins Alte Testament, ich meine, die Propheten, die mussten manchmal ziemlich leiden. Das war nicht der angenehmste Job, den sie hatten. Interessant, wenn wir auch über Propheten nachdenken, finde ich, was dieser Prophet Amos sagt. Da heißt es nämlich, der Herr, der mächtige Gott, tut nichts. Er tut nichts, ohne dass er es zuvor seine Diener, den Propheten, wissen lässt. Spannend, oder? Propheten, so wie es hier in diesem Vers steht, waren eine Gabe, ein Geschenk Gottes an seine Menschen. Aber wenn wir so einen Vers da lesen und auch die Wortbedeutungen mit Seher und Schauer, ich musste dann nur spontan an meine Asterix-Sammlung denken. Der Seher, weiß nicht, ob ihr den kennt, so diese Person, die da in die Zukunft schaut, aber das ist vielleicht manchmal auch das Bild, was wir haben, wenn wir an einen Propheten denken, an irgendjemand, der in die Zukunft schaut. Und da gibt es ein Element davon, aber Prophetie im Alten Testament im Kern ist erstmal etwas anderes. Jedes Prophetenwort, auch das vom Joel, das spricht in die aktuelle Situation der Menschen hinein und zu den Menschen.
Und das hatte ich so, fand ich so spannend in einem der Kommentare, die ich mir angeguckt habe. Da hieß es, die Aufgabe der Propheten ist in erster Linie also nicht etwas vorherzusagen, sondern etwas hervorzusagen. Etwas zu offenbaren, etwas reinzusprechen, etwas klarzustellen. Nämlich die Gegenwart. Okay, nicht alle sind begeistert von dem Wortspiel. Ich fand es so toll, deshalb... Aber das ist, was Prophetie auch ist, die Gegenwart geistlich deuten, erklären, was gerade passiert, warum die Lage so ist, wie sie ist. Und die Worte, die die Propheten hier manchmal reden, die sind oft ziemlich hart. Und gleichzeitig, trotz der Härte, wendet sich ein Prophetenwort auch in die Zukunft, weil es nicht nur Gerichtsworte sind, sondern auch Gnadenworte, die die Menschen warnen, einladen, umzukehren, sich wieder Gott zuzuwenden, der sie ins Leben ruft. Deshalb auch in die Zukunft. Und Gottes Gnade und Barmherzigkeit wird in jedem Prophetenwort immer wieder deutlich, weil er in seiner Treue, und das zeichnet alles, alle wieder aus, immer wieder einen Neuanfang schafft. Er schafft immer wieder einen Neuanfang. Gott kann nicht anders. Gott kann nicht anders. Und in diesem Sinne sind diese Prophetenworte natürlich auch eine Schau in die Zukunft. Denn wir wissen das, dass einige von ihnen auch Jahrhunderte vorher hingewiesen haben auf das, dass irgendwann Gott seinen Sohn schicken wird und handeln wird in seinem Messias. Und das ist der entscheidende Neuanfang, den wir feiern, warum wir zusammenkommen. Gott hat einen entscheidenden Neuanfang in Jesus mit uns gemacht. Jesus, und das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, ist das endgültige Ziel jeder Prophetie. Jede prophetische Botschaft weist am Ende auf ihn hin. Er, der diesen neuen Bund mit uns geschaffen hat. Und wenn wir, und das war mir so wichtig nochmal zu sagen, wenn wir jetzt als Jesus-Nachfolger, die ihm nachfolgen, zurückschauen auf ein alttestamentliches Buch von Propheten und von dem, was Gott damals gesprochen hat, dann tun wir das aus der Perspektive von Hebräer 1, Vers 1. Da heißt es nämlich viele Male. Und hört euch das mal an, was hier der Hebräer-Schreiber sagt. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit. Und zu wem hat er gesprochen? Oder durch wen? Durch die Propheten. Zu wem? Zu unseren Vorfahren. Und dann geht der Hebräer-Briefschreiber weiter und sagt ganz am Anfang von seinem Brief, jetzt aber am Ende der Zeit hat Gott durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott hat in Jesus zu uns gesprochen. Und wenn wir zurückschauen, dann dürfen wir das aus dieser Perspektive und dieser Brille tun, aus dieser abschließenden, grundlegenden Offenbarung Gottes an uns Menschen. Gut, also die Verkündigung eines Propheten, das vielleicht auch noch, die galt dann als echt, wenn sie tatsächlich eingetreten ist. Sonst war es ein falscher Prophet. Und was vielleicht auch manchmal noch wichtig ist zu bedenken, wenn wir uns Prophetien nähern, dass sich Prophetien auch manchmal öfters wiederholen. Wenn Gott zum Beispiel sagt, er wird sein Volk sammeln, dann wird das immer und immer wieder auch passieren oder ist passiert in der Vergangenheit. So, das ein paar einleitende Gedanken zum Buch Joel. Und ihr seht schon, wenn ihr darüber auf die Uhr guckt, wir werden jetzt nicht, auch wenn es kein langes Buch ist, das Buch Joel Vers für Vers durcharbeiten können. Aber das, was ich hoffe, ist, dass du heute rausgehst nach der Predigt und sagst, wow, was für ein faszinierendes Buch. Das möchte ich heute selber in die Hand nehmen. Vielleicht dauert es ein bisschen zu finden. Aber das möchte ich selber in die Hand nehmen und lesen und entdecken, was da für ein Schatz ist und wie Gott dadurch zu mir reden will. Weil Gott redet durch diesen Propheten auch zu uns, zu dir heute Morgen. Genau, aber damit du einordnen kannst, was du liest. So ging es mir zumindest, als ich es gelesen habe, dachte ich, das muss mal erst mal einer verstehen.
damit du heute nicht gleich beim Kaffee da sitzt und liest und denkst, wie, was passiert denn hier jetzt in diesem Buch, möchte ich dir eine kurze Übersicht geben, wenn du dich diesem Buch näherst, was dich da erwartet. Im Kapitel 1 fängt spannend an. Da redet Joel von einer Heuschreckenplage, von einer gewaltigen Heuschreckenplage, die entweder da ist, momentan erlebbar, oder die gerade am Kommen ist, diese Heuschreckenplage. Und mit dieser Ankündigung oder mit dieser Gegenwartsdeutung ruft er zur Buße, zur Umkehr auf. Gott, hört mal her, Gott will hier etwas sagen. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2, da geht Joel dann darauf ein, dass das, was die Menschen gerade in Kapitel 1 erleben mit dieser Heuschreckenplage, dass es nur ein Bild ist oder auch nur ein Bild, ich meine, sie haben das sicherlich real erlebt, aber auch nur ein Bild ist von dem, was kommen wird und was noch viel, viel, viel schlimmer sein wird als diese Heuschreckenplage. Und er redet von einem Tag des Herrn, den er ankündigt. Und dieser Tag des Herrn, der ist zum Heil für manche oder für die einen und zum Unheil für die anderen. Und weil er das schon sieht, ruft er zur Umkehr, zur Buße. Und dann lesen wir von was Wunderbarem, dass sich Gott hinwendet und dass Gottes Herzenswunsch da ist, wie er zu seinen Menschen sagt, hey, bitte wenden, kehrt um, bitte wendet euch mir zu. Und diese Hinwendung, wenn wir das tun, das wird beschrieben mit einem unbeschreiblichen Segen und eine feste Hoffnung, was Menschen da bekommen. Doch damit noch nicht genug. Dann kommt Kapitel 3. Und in Kapitel 3, da lesen wir diese Verkündigung von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann geht Joel noch weiter und in Kapitel 4, was er angekündigt hat, da sieht er schon was eintreffen. Nämlich den Tag des Herrn. Und mit dem Eintreffen vom Tag des Herrn kommt auch das endgültige Friedensreich und die Erfüllung von all dem, was Jesus auch gesagt hat, wenn er ganz am Ende in der Offenbarung, letztes Buch der Bibel, 21. Kapitel, Vers 5, sagt, siehe, ich mache alles neu. Schon da redet Joel davon. Genau, und mit dieser Übersicht, jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du das alles hörst, wie passt denn das jetzt mit dem Jahresthema zusammen und was wir da vorhaben? Ich zeige euch mal, wie das zusammenhängt. Das seht ihr das klein unten. Wir erleben eine Welt und wir sind in einer Welt, in der wir Zerbrochenheit wahrnehmen, sehen, mit Zerbrochenheit konfrontiert werden. In diese Welt sind wir hineingesandt, Hoffnung zu bringen. Und dann sehen wir, wenn Gott sich hinwendet, wenn er sichtbar wird und wir ihn sehen können, ihn schauen können, wie das was mit uns macht, wie das unser Denken erneuert, unser ganzes Sein erneuert. Und dann auch, das war ja so, schauen und Gedanken erneuern, so ein wichtiger Punkt für uns dieses Jahr. Und das andere war, dass wir neu entdecken wollen, was bedeutet es, befähigt zu sein durch den Heiligen Geist? Was bedeutet es, befähigt zu sein durch den Heiligen Geist? Und dann ist es schön, dass wir wissen, wo es hingeht. In der Hoffnung, die uns trägt, weil wir wissen, wir sind davon überzeugt, wie die Geschichte Gottes ausgeht. Genau, das ist einfach nur mal ein Überblick. Und ihr seht diese große Spannung von Zerbrochenheit auf der einen Seite und Hoffnung auf der anderen Seite. In dieser Spannung, da leben wir. Genau, also Kapitel 3, Pfingsten, nächsten Sonntag, Kapitel 4, dann die Woche drauf. Jetzt noch ein paar Verse zu Kapitel 1 und 2. Und ich finde es spannend, wie das anfängt. Das Buch, nachdem Joel das Wort des Herrn gehört hat oder wie es zu ihm geschah, da heißt es, redet er zu den Leuten, sagt, hört dies,
hört mal scharf zu, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder euren Vätern Zeiten. Habt ihr das, was ihr gerade erlebt, habt ihr das schon mal erlebt? Das kann gar nicht sein. Das, was ihr momentan erlebt, ist so fast einzigartig. Das kennt ihr nicht. Und es ist wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Und auch nicht vergesst, euren Kindern zu sagen, damit sie es wieder ihren Kindern sagen können, weil sie sollen aus diesem Erlebnis und dieser Erfahrung lernen. Und dann taucht er ein und erklärt, was passiert denn gerade? Warum sagt Gott, hallo, Aufmerksamkeit, merkt ihr das, dass ich zu euch reden will? Wie holt sich Gott Aufmerksamkeit? Und wir lesen von dieser Heuschreckenplage in einem nie dagewesenen Umfang. Da heißt es nämlich, was die Rauben übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig ließen, nachdem sie drüber gegangen sind, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das fraß das Geschmeiß. Müsste Luther fragen, was der damit meinte. Manche sagen, das waren irgendwie so 4 Stadien von Heuschrecken, Lebensformen, wie auch immer. Vielleicht gibt es ja einen Biolehrer hier unter uns, der das nachgucken kann. Aber das Ergebnis ist, glaube ich, klar. Wirtschaftliche Katastrophe. Das wird in den nächsten Versen auch beschrieben. Es wird nicht nur die Ernte und die Frucht verspeist, es werden auch sämtliche Sträucher und Bäume kahl gefressen. Die Rinde wird abgefressen. Die Felder sind verwüstet, die Äcker und Bäume sind verdorrt, das Getreide ist verdorben, es gibt keinen Wein und kein Öl mehr deshalb. Nichts kann mehr aufblühen. Das Zeug ist tot, weil es verwüstet und zerstört ist. Und wisst ihr was, nicht mal der Tempeldienst kann mehr stattfinden. Kein Brot, kein Wein, nichts mehr ist möglich, irgendwie zu opfern. Und was ist das für die Leute? Wow, nicht mal Vergebung ist möglich. Wir stecken richtig in. Es gibt doch keine Hoffnung mehr. Und dann finde ich es so interessant, das findet ihr, wenn das Kapitel 1 liest, wie es da heißt, die Freude ist zum Jammern geworden. Die noch da saßen und lecker Wein genossen haben, die Freude ist zu einem Jammern geworden. Es ist so, und das wird auch beschrieben, wie als ob die Verlobte, müsst ihr euch mal vorstellen, wie eine Verlobte zur Witwe wird. Dramatisch, oder? Eine Verlobte wird zur Witwe. Sie konnte nicht mal heiraten und es erleben, was ihr versprochen wurde. Und Joel sieht nur eine Lösung. Wir müssen zu Gott rufen. Und das tut er auch im Ende vom Kapitel 1. Er ruft selbst zu Gott. Warum Gott es zulässt, sogar initiiert, wissen wir nicht. Aber ich glaube, die Leute wussten genau, warum sie das erleben, was sie gerade erlebt haben. Aber eine Sache wissen wir nach Kapitel 1. Ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht zu Ende. Gott tut etwas, um Menschen zu rufen. Bitte wendet euch mir zu. Bitte wenden. Aber was ich so, wenn ich so das Kapitel 1 anschaue, was so deutlich wird, wenn wir ohne Gott leben wollen. Es endet in Zerbrochenheit. Und wisst ihr, die Leute haben damals es nicht mal gemerkt. Aber Geschichte wiederholt sich. Auch heute. Auch heute wiederholt sich die Geschichte. Doch die Zerbrochenheit, die wir hier im Kapitel 1 ja so dramatisch schon erlebt haben, da sagt Joel, wisst ihr, das ist nur ein Bild. Es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Das war nur ein Vorgeschmack. Ein Schatten, das was vorausgeworfen habt, auf was am Ende passieren wird. Und dann fängt Joel an, von diesem Tag des Herrn zu reden. Ein Tag des Gerichts für die einen, so heißt es, und ein Tag der Wiederherstellung. Für die anderen. In 2 Wochen werden wir da nochmal ein bisschen drüber reden, weil es ja so eine innere Spannung vielleicht auch auslöst. Möglicherweise in dir. Zumindest geht es mir so, wenn ich darüber rede. Dieser Tag des Herrn,
Das ist einmal ein historisches Ereignis, der kam ab und zu. Samarien wurde eingenommen, Jerusalem wurde eingenommen, Tempel zerstört, der Tag des Herrn kam. Aber es wird auch davon geredet, von dem Tag des Herrn, der irgendwann kommt, von dem auch Jesus redet. Lest mal, was Jesus sagt. Tag des Herrn kommt, der jüngste Tag. Und es wird mit seiner Wiederkunft in Verbindung gebracht. Und in Joel 2, da sieht er den Tag des Herrn herbeikommen. Aber erst solange er noch nicht gekommen ist, das ist der Punkt, solange dieser Tag noch nicht gekommen ist, macht Gott eine Sache. Er ruft, er wendet sich den Menschen zu. Und das finde ich so schön in den Versen 12, wie das hier zum Wendepunkt wird. Da heißt es, aber selbst jetzt noch, selbst in dieser Situation, selbst jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren, sagt der Herr. Wendet euch mir zu von ganzem Herzen. Fastet, weint und klagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und ich finde es so schön, diesen Vers 12, weil dieser Wendepunkt ist auch in diesem ganzen Buch. Bisher war Gerichtsansprache und jetzt wird von Umkehr geredet und von diesen herrlichen Folgen, die da passieren, weil das ist genau Gottes Ziel. Gott hasst das Böse. Gott will uns befreien vom Bösen. Gott möchte uns wiederherstellen. Er möchte uns zurückrufen zu ihm. Und was wir da unbedingt wahrnehmen müssen, wenn wir so eine Stelle lesen und da konfrontiert werden, dass Gott es ist, der sich als erstes uns zuwendet. Es ist nicht eine Reaktion auf unser Zuwenden, sondern er wendet sich uns zu. Er redet zu uns, er lädt uns ein. Ist doch der Hammer, oder? Dass er uns einlädt. Gibt es eine schönere Einladung als von ihm? Sagen, komm zu mir. Gott wünscht sich nur eine Sache, wenn wir den Vers angucken. Gott wünscht sich nur eine Sache. Das, was hier in dir schlägt, dein Herz. Oder nur ein Sinnbild für dein Inneres, wo deine Gefühle sind, deine Gesinnung, dein Glaube, deine Liebe aufbewahrt ist. Und dieses Herz soll ungeteilt sein. Ungeteilt sein. Ich finde es so schön, weil wir auch an Jesus' Worte denken, wo er sagt, hey, glücklich dürfen die sich schätzen, die ein reines Herz haben. Wisst ihr warum? Sie werden Gott schauen. Das ist unser Thema. Wir wollen Gott schauen. Die ein reines Herz haben, ein ungeteiltes Herz, werden Gott schauen. Und das führt auch zu was hin, zu Fasten, Weinen, Klagen. Wir verbringen Zeit mit Gott, wir teilen ihm unsere Tränen mit, wir klagen über das, was Ungerechtigkeit in der Welt ist. Und dann finde ich das so spannend, wie auch wieder hier der Prophet diese Wortspiele und Doppelungen kommt, hey, zerreißt eure Herzen. Und dieses, früher haben die ihre Kleider zerrissen, so als Trauerbrauch. Und Joel redet hier, zerreißt, oder Gott sagt hier, hey, zerreißt eure Herzen. Nicht nur eure Kleider, nicht nur etwas Äußeres. Und dann finde ich finde es so schön, weil Jesus oder Gott hier sagt, hey, haltet nicht an eurem Herz fest, sondern gebt mir euer Herz, weil hier gibt es auch eine Prophetie. Ich möchte das steinerne Herz rausnehmen, ich möchte euch ein fleischeres Herz nehmen, ich gebe euch ein neues Herz. Ich mache was Neues mit euch. Wow, was für eine Hinwendung Gottes an die Menschen. Dieses Prophetenwort. Und dann kommt wieder Joel ins Spiel und Joel redet weiter und erklärt so ein bisschen, was hier Gott sagt und sagt den Leuten nochmal, ja, habt ihr das gehört, was Gott gerade gesagt hat? Kehrt um, wendet euch dem Herrn zu, eurem Gott, stellt ihn in den Mittelpunkt. Ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld und seine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das er androht, wie oft tut es ihm leid. Und es ist so interessant, weil hier Joel sich bezieht auf die Worte, die Mose damals gesprochen hat, als Gott an Mose vorbeigegangen ist. Da hat Mose Gott beschrieben und genau das gesagt. Er ist gnädig, er schenkt uns seine Gunst, er ist barmherzig, er ist so schützend für uns wie eine Mutter uns im Mutterleib hält. Er ist geduldig, er hat einen langen Atem, er ist gütig.
Gott ist gütig. Absolut gütig. Selbst wenn es beschämend für ihn wird. Und andere vielleicht sagen würden, hey, wie kannst du nur? Wie kannst du nur an diesen festhalten? Wie kannst du nur da Liebe zeigen? Er ist gütig. Und er ist bereuend. Und dieses bereuend, ich finde es so schön, wie hier das in der Guten Nachricht versucht wird zu übersetzen, das Unheil, das er androht, wie oft tut es ihm leid, weil er mit dem ringt. Der will uns ja gar nichts Böses. Und er ringt mit dem, was er tut. Und dann heißt es, nachdem Gott beschrieben wird, weil wir wissen, wer Gott ist und wie er ist. Deshalb sagt Joel weiter, wer weiß, ob er umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt. Finde ich so spannend. Wer weiß? Wir wissen es. Manche haben auch gesagt, könnte man so übersetzen, wie ist es zu verstehen, dass Gott immer wieder einen Neuanfang macht, dass Gott sich immer wieder wendet, zu den Menschen hinwendet. Er kommt, kehrt um, weil er so ist, wie er ist. Und Gott ist umgekehrt, schon bevor du es überhaupt gemerkt hast. Gott hat schon angefangen, dich zu suchen, bevor du überhaupt verstanden hast, dass du verloren bist. Und Gott möchte dich mit einem Segen überschütten. Und in Jesus kam Gott zu uns, zu allen Menschen. Und dann am Ende von Kapitel 2 beschreibt Joel noch, was geschieht, wenn Gott sich zuwendet. Wenn wir ihn sehen, was das für einen wunderbaren einen Segen freisetzt. Und da heißt es, da erwacht im Herrn die brennende Liebe für sein Land und das Erbarmen mit seinem Volk. Wird so deutlich, was Gott über dich denkt, wie er sich fühlt, wenn er dich anschaut. Und dann heißt es, er antwortet ihnen, verlasst euch darauf. Verlasst euch darauf, ich mein's gut mit euch. Ich gebe euch so viel Korn und Wein und Öl im Überfluss. Verlasst euch drauf. Und dann noch die weiteren Folgen. Ich finde es auch so spannend, was hier beschrieben wird, was Gott macht mit dieser Situation von den Heuschrecken und dem, was dort passiert. Und das Erste, was er macht, er schickt erstmal die Feinde weg und befreit sie. Und dann fängt er an, das Land wieder herzustellen. Das, was verdorrt war, das fängt wieder an zu blühen. Da entsteht eine Frucht, da ist Wein und Öl und Brot da und so weiter. Und die Tiere haben genug, die Natur hat genug, wir Menschen haben genug. Und aus dem Jammern wird Freude. Und dann heißt es, aber da gibt es noch mehr, wo Gott sagt, Gottes Gegenwart kommt unter die Menschen. Das ist der letzte Vers von Joel 2, vom Joel Kapitel 2, in Vers 27 heißt es da, daran werdet ihr Leute von Israel erkennen, dass ich der Herr in eurer Mitte bin. Dass ich euer Gott bin und sonst keiner. Nie mehr, nie mehr überlasse ich meinem Volk der Schande. Was für ein Hammerwort, wie wir das sehen. Und hier seht ihr nochmal die drei Folgen hinter mir. Und das, was wir in Kapitel 2 sehen, so wie Kapitel 1 den Schatten vorauswirft, so wirft Kapitel 2 auch den Schatten voraus auf Kapitel 4. Was kommen wird, was wir erleben werden aufgrund des Wesens und der Gnade Gottes. Weil das, was kommt, ist für uns ein Grund zur Freude. Das darf uns Mut machen, das darf uns Hoffnung schenken. Mehr dazu, wie gesagt, in 2 Wochen. Ich möchte kurz noch anhalten. Und weil ich mich gefragt habe, hey, was nehme ich denn jetzt raus aus diesen 2 Kapiteln? Was nehme ich denn raus für mich? Vielleicht ist es auch was für dich. Und vielleicht nur noch am Ende auf Kapitel 2 bezogen. Das Erste, was ich rausnehme, ist, dass Erneuerung in meinem persönlichen Leben und in dieser Welt um mich herum, dass es bei mir im Inneren anfängt, in meinem Herzen. Erneuerung
persönliche Erneuerung um uns herum fängt in meinem Herzen an. Und es hat einen Startpunkt, wie in dieser Geschichte. Es beginnt damit, dass wir diesen einzigartigen, wunderbaren Gott sehen. Plötzlich eine Offenbarung haben und ihn dann immer mehr erkennen, immer besser kennenlernen, immer tiefer von seinem Herzen verstehen. Diesen wunderbaren Gott, der sich uns zugewandt hat. Wisst ihr, was ich noch mitnehme? Bitte wenden. Bitte wenden. Und nicht nur als eine einmalige Sache, sondern als eine kontinuierliche Einladung an mich. Bitte wenden. Es geht darum, dass wir immer wieder uns auf die Gedanken Gottes auch ausrichten dürfen. Und wir haben das vielleicht schon mal gehört. Seine Gedanken sind anders. Nicht nur anders, seine Gedanken sind höher und erhabener. Der hat wirklich was zu sagen für uns, für deine Situation und dass wir uns da ausrichten. Das vierte, was ich mitnehme, ist, Umkehr ist nicht bekennen, sondern anerkennen. Wisst ihr, wenn ich zu schnell fahre, die Polizei mich anhält, zu schnell gefahren, ich sage, sorry, ich bekenne, danke für den Strafzettel, ich fahre weiter. Gleiche Richtung, gleicher Speed, die Polizei war ja hinter mir, die wird schon erstmal nicht vor mir wiederkommen. Aber ich habe bekannt. Und wir haben aber in dem Text gesehen, dass Bekennen nicht nur irgendwas Äußeres ist, sondern dass Bekennen etwas mit unserem Inneren zu tun hat. Und ich kann euch sagen, wenn ihr die Worte von Jesus hört, wie er mit den Pharisäern gesprochen hat, der hat es gehasst, wie sie sich nur um ihr Äußeres geschert haben und ihr Inneres völlig außer Acht gelassen haben. Umkehr ist nicht Bekennen, sondern Veränderung unseres Denkens. Das war die Botschaft von Johannes des Täufers, das war die Botschaft von Jesus. Kehrt um, erneuert euer Denken. Und so sagt dann Paulus auch in Römer, Metanoia, Metaneu. Ja, da oben muss was passieren in uns. Umkehr ist Anerkennen. Nicht um Sündenvergebung zu bekommen. Das haben wir bereits erhalten. Wir haben Sündenvergebung bekommen. Sondern um anzuerkennen und zu zeigen, Jesus, du hast recht. Und ich möchte euch in ein kleines persönliches Beispiel noch am Ende nehmen, um das zu veranschaulichen aus meinem eigenen Leben. Vor etwa 12 Jahren, als wir in Südafrika waren, war ich Teil von einem Team. Wir haben da Sachen gemacht und wir haben uns getroffen, um zu planen, wie wir das machen. So, wie erreichen wir die Schulen für Gott? Also wir haben das geplant und dann haben wir natürlich noch eine Gebetszeit gehabt. Und in dieser Gebetszeit habe ich gebetet und gesagt, Herr, wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun. Und nachdem wir diese Gebetszeit hatten, bin ich in mein Auto gestiegen und bin zum nächsten Termin gefahren. Und während ich im Auto sitze, merke ich, wie Gott mich anspricht. Und wie er mich fragt, sag mal, das Gebet, was du da gerade gebetet hast, meintest du das ernst? Oder war das nur ein leeres Gerede und ein bloßes Lippenbekenntnis? Ich kann euch sagen, wenn man so im Auto sitzt und so ein Bumm erlebt, ich bin gegen nirgends was gefahren, aber das war wie so, bumm. Und ich musste Gott sagen, wenn ich so im Auto gefahren bin, meine Augen feucht wurden in diesem Moment, wo mich Gott überführt hat, muss ich sagen, um ehrlich zu sein,
ich habe es nicht so wirklich ernst gemeint. Ich habe es nicht so wirklich ernst gemeint. Und dann habe ich gemerkt in diesem Moment, wie Gott nicht irgendwie nur eine Entschuldigung von mir möchte und dass ich sage, hey, sorry, mach nicht mehr weiter. Und ich hoffe, dass er mich das nächste Mal nicht erwischt. So, ich habe gemerkt, wie Gott mich anspricht und sagt, nee, 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 ich möchte, dass du was anerkennst, dass ich recht habe. Dass ich recht habe. Das, was du sagst, Herr, ist wahr. Mein Denken ist hier falsch. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ah ja, kriege ich schon ganz gut alleine hin. Kriege ich schon ganz gut alleine hin. Und Gott hat mich angesprochen, in dieser Situation ehrlich zu sein. Mein Denken zu verändern. Und das war so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich anerkennen musste, nee, Gott hat recht. Nicht, ich kann es ohne ihn, ich brauche ihn. Ich habe einen Deal mit Gott gemacht und habe gesagt, ich möchte dieses Gebet nicht noch einmal reden in meinem Leben, wenn ich es nicht ernst meine. Wenn ich es nicht ernst meine. Umkehr ist nicht nur bekennen, sondern anerkennen, dass er recht hat, weil es um eine Veränderung in unserem Inneren geht, nicht um was Äußeres. Und was so schön war in diesem Moment, und das sehe ich auch in diesem Buch Joel, dass wenn wir überführt werden von Gott, wie ich in diesem Moment, dann ist es was Positives, was Wertvolles. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich nicht immer schön an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jubelt, wenn ich merke, dass ich einen Fehler gemacht habe und noch weniger, wenn mich jemand aufmerksam macht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Finde ich nicht so cool. Aber ich brauche hier auch Denkenerneuerung und sagen, ich erlaube das, dein Reden, Gott, in mein Leben, deine Gedanken, Wahrheit in mein Leben, weil ich nicht perfekt sein muss. Darum geht es nämlich nicht perfekt zu sein, sondern veränderungsbereit. Und das ist, was Joel möchte oder was er sagt, seid veränderungsbereit.